Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Throwdown und Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich. Wir kommen mal wieder in die Kommentare erstmal rein. Kommen da rein. Gleich. Wir schauen da rein. So, also, too easy for me. Weiß zufällig einer, was die nächste Zeit wird, also BGE. Tier, betrunken, etc. Schule. Educated. Aha. Schule Educated ist das nächste BG. So, dann haben wir einen Kommentar von Safi Sunshine. Weißt du, wann wieder ein Pack-Opening kommt und auch nur ein kleines, wo du dir nur Mythic Zeugberg holst? Also, wenn ich Mythic Zeugberg zusammen habe, das dauert noch ein bisschen. Da fehlen mir nämlich noch die 1000 Gems. Das nächste Pack-Opening ist eigentlich jetzt bald dran. Also, möglichst, also ja, muss ich jetzt bald machen, weil das ist das große Mythic Opening. Da habe ich zwei Mythics auf einmal in einem Pack Opening gezogen. Und das muss ich noch zusammenschneiden und dann kommt das. Also jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall. So. Dann Jonas Bock, geiles Video, feier dich mega, bester YouTuber und wie levelt man am schnellsten? Also erstmal vielen Dank, Jonas Bock, vielen, vielen Dank. Ganz rot hier. Also die Augen auf jeden Fall schon. So, also. Wie levelt man am schnellsten? Möglichst alles jeden Tag machen hier. Also Herausforderungen, Abenteuer, Arena und so weiter und so fort. Alles Mögliche immer gleich machen und dann wird es auf jeden Fall gut. Ja. So, dann schauen wir jetzt mal. Ja gut, was man natürlich auch noch machen kann, kann natürlich auch diese Free Gem Offers machen und dann geht es noch ein bisschen schneller vor. Dann schauen wir hier mal rein. Jetzt haben wir Mythic Boomhauer jetzt in Mamas Altmodische Geheimnisschatulle. Und dann haben wir hier immer noch das Mythic Zoidberg Pack. 18 Stunden ist es noch da. High School Bill, Carlos, Goggles Cat und Lois Griffin. Dann haben wir die New Brian Box. Falconer Haley, New Brian, Goggles Cat, Cuddles, Bill Daughtry und Tank Hill. Auf jeden Fall auch ein cooles, eine coole Box. Die Home Egg Box bin ich jetzt, ja, so halb-halb. Finde ich, so, ist ganz gut, aber ist jetzt auch nicht so der Oberknüller. Also irgendwo so überdurchschnittlich gut. So. Und dann sage ich mal, wenn ich das hier sehe, dann kann ich nur eins sagen. Hey, heute ist wieder einer dieser gottverdammten Tage, die ich Trauer trage und mich ständig selber frage, warum ich keine Steine mehr habe für diese Combo. Verdammt nochmal, ich scheiße. Ich krieg sie nicht. Nicht. Das Super Dance Squad krieg ich nicht. Ich krieg sie nicht. Nicht. Ist das frustrierend. Also, jetzt schauen wir mal hier rein. Erste Mal Tina, Ranosaurus, Rex ist die erste Combo, die wir uns anschauen. Hi. So, also. Tina, Ranosaurus Rex hier mit Tina. Stance, SUV. Und zum Beispiel den. Jetzt bin ich gerade ein bisschen raus. Also, ja. Und da unten mit dem Golfball Escape wieder. Ja, also die Folge Tina, Ranosaurus Rex ist auf jeden Fall eine geile. Ja. Geile Folge gewesen. Man hätte, ihr müsst euch mal unbedingt reinziehen. Das Ding ist echt mega witzig, aber die Karte ist, naja, nicht ganz so toll. So, dafür auf jeden Fall keine 500 Gems ausgeben. Dann sind wir hier bei Future Mac. Und Future Mac sieht folgendermaßen aus. Das ist der nächste Schrott-Kombo. Doch, das ist er. Da so. Genau mit einem Mäuerchen ist Mac Griffin mit Drunk-Karten. Ja, die ist echt schlecht, also sorry. Aber die Karte, die Combo. So, und jetzt. Na, ich krieg sie nicht. Nett. Den Super Dance Squad krieg ich nicht. Ich krieg sie nicht. Nett. Ja.
einer dieser wärmen Tage. Ja, cooles Lied von den Fantas für die Älteren unter uns. Wir kennen das Lied alle. Sie ist weg. Und ich sag jetzt hier, ich krieg sie nicht. Scheiße, ehrlich. So ärgerlich. Also, Philip J. Fry mit Musikkarten, eine der stärksten Kombos des Spiels, auf jeden Fall. Na gut, also lang genug getrauert. So, welche ist denn hier die stärkste? 29, 16, 29, 16, 29, ist ehrlich 29, 16 und da nur 18, 11. Ist, ach so, so, 24, 15, 24, 14, 27, 16. Damit ist Turning Jeff tatsächlich. Turning Jeff ist die stärkste Kombokarte für den Philip J. Fry. Hier, um Super Dance Squad zu machen. 20er Mauer, 12-fach Cheers All, 16-fach. Craze, Berauscht, 29 Angriff, 62 Leben. Ja, wenn man da jetzt sich einmal diese Combo Mastery holt, dann hat man zwei, eine 22er Mauer, 11-fach Cheers All und 18-fach Rauscht. Dann sind wir bei 32 Angriff und 68 Leben. Mal das zweimal machen. Sind wir bei einer 24er Mauer, bei 12-fach Cheers All, bei 20-fach Craze, bei 35 Angriff und bei 75 Leben. Also schon mega stark dann die Combo. Ich meine, es ist auch so schon, aber ja. Genau. Mann, ey. Ja, warum soll es mir anders ergehen als euch? Vielleicht hat der ein oder andere ja tatsächlich noch darauf gespart. So, Junkie Hank. Haben wir hier mit Toad Licking zum Beispiel. Hank hier mit Toad Licking. Die ist ganz nice mit Revanche und Leech. Auf jeden Fall eine ziemlich coole Karte, die schon ziemlich viel Schaden anrichtet. Was passiert, wenn wir die maxen? 19, 29, okay. Ja, Leute, wenn euch das Video geholfen und gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Da ist er. Daumen hoch. Ja, schreibt mir was in die Kommentare. Freue ich mich immer riesig drüber. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben sollt. Leute, die Glocke und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Animation Throwdown, Daily Shop News und Combo Masteries mit mir immer gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.